Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem kleinen Impuls am Sonntag, heute am ersten Advent. Ich hoffe, Sie sind gesund und es geht Ihnen gut. Vielleicht haben Sie gerade schon die erste Kerze angezündet und freuen sich auf diese besondere Zeit vor Weihnachten. Störungen haben Vorrang. So lautet ein Grundsatz für alle, die mit Gruppen arbeiten. Die wohl bekannteste Persönlichkeit der Antike, wenn nicht sogar der Weltgeschichte, die sich überhaupt nicht stören ließ, war wohl Archimedes. Die Überlieferung erzählt, Archimedes sei gerade damit beschäftigt gewesen, Kreise in den Sand zu malen und komplizierte Berechnungen anzustellen. Da kam ihm die Eroberung seiner Stadt durch die römischen Soldaten gerade äußerst ungelegen. Als einer dieser römischen Soldaten dann plötzlich vor ihm stand und ihn aufforderte, mitzukommen, sprach Archimedes jene Worte, die als Sprichwort in die Geschichte eingingen: Störe meine Kreise nicht. Woraufhin der Soldat den genialen, aber sicherlich in diesem Moment etwas weltfremden Mathematiker erschlug. Störungen haben eben Vorrang oder sollten es zumindest haben. Und nicht immer endet jede störende Begegnung gleich tödlich. Dennoch lieben es nur die wenigsten von uns, wenn sie in ihrem Alltag gestört werden. Wir haben eine genaue Vorstellung, wie der Alltag laufen soll. Und genauso planen wir ja. Nicht nur den heutigen Tag, sondern auch schon den morgigen, die nächste Woche, oft schon monatelang im Voraus. Doch die Wirklichkeit spielt oft genug nicht mit. Manchmal gibt es Ereignisse, gibt es Störungen, die unsere Pläne aus dem Konzept bringen und über den Haufen werfen. Und doch sind es gerade die Störungen, die uns vor der Trostlosigkeit des Alltags bewahren. Würde alles in unserem Leben nach unserem Plan laufen, dann gäbe es keine Überraschungen, keine Neuigkeiten, nichts Unerwartetes. Aber es sind ja gerade die Störungen, die uns oftmals zu ganz neuen Erfahrungen führen, zu neuen Begegnungen und zu einer neuen Sicht der Dinge. Der Anruf mitten in der Nacht, der unerwartete Besuch oder das plötzliche Problem, mit dem sich jemand an uns wendet, die Herausforderung, Neues zu denken und neu zu organisieren. Darin stecken ja auch Möglichkeiten und Chancen. Der Advent nun ist eine solche Störung, zumindest wenn man ihn vom großen Ganzen her betrachtet. So haben das die ersten Jünger noch getan. Die ersten Christen lebten der sogenannten Naherwartung. Sie rechneten jederzeit mit dem Anbruch des Gottesreiches. Das war für sie Advent, die Ankunft des ganz Großen, etwas ganz Neues, das so gewaltig, so ungewöhnlich war, so unvorstellbar, dass man es nur in Bildern ausdrücken konnte. Ja, die ersten Christen erwarteten das Reich Gottes mit Christus, dem siegreichen König. Und dieses Reich ist so gewaltig, so ganz anders, dass es mit keinem irdischen Reich vergleichbar ist, sodass die Bibel erst gar nicht versucht, irdische Maßstäbe zum Vergleich heranzuziehen, sondern mit den Bildern des Untergangs ausdrückt, dass das Alte und das Neue nicht mehr zu verbinden sind. Wir erwarten einen neuen Himmel und eine neue Erde. Nun mal ganz ehrlich, mehr als 2000 Jahre nach der Geburt Christi ist von dieser Naherwartung keine Rede mehr. Manchmal blitzt der Gedanke noch auf, wenn wir zum Beispiel im Gottesdienst beten: Deinen Tod, o oh Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Allerdings würde niemand von uns dieses Kommen des Herrn ernsthaft in seiner Terminplanung berücksichtigen. Es klänge ja auch seltsam. Dienstag, 10.12., 20 Uhr Bibelkreis, falls vorher nicht der Herr kommt. Unser heutiger Advent ist eher kurzfristig ausgerichtet. 4 Wochen, das Ziel klar im Auge. Weihnachten. Und der Weg dorthin ist auch kurzfristig ausgerichtet und ganz klar. Plätzchen backen, Geschenke besorgen, Tannenbaum aufstellen, Adventskranz, Gottesdienste und Besinnung, Orate und Adventsfenster. Und wir wissen auch, dass nach Weihnachten alsbald schon wieder Alltag ist. So gesehen nehmen wir schon noch eine Naherwartung, allerdings sehr irdisch nah. Genauer gesagt, Advent liegt nahe bei Weihnachten. Und dabei ist der Blick auf den großen Advent, der Blick auf die Wiederkunft des Herrn, für uns mindestens so lebenswichtig wie die liebevolle Vorbereitung auf Weihnachten. Weihnachten schaut zurück auf das, was vor 2000 Jahren in Bethlehem geschah. Der große Advent schaut nach vorne, auf die Ankunft des Herrn und auf die neue Welt, die dann entsteht
wenn er wiederkommt. Weihnachten erzählt von der Menschwerdung Gottes, davon, dass Jesus Christus alle Höhen und Tiefen menschlichen Lebens durchschritten hat. Der große Advent ist der Blick nach vorne. Er schaut auf den Auferstandenen, den siegreichen Herrn, der wiederkommen wird und sein Gottesreich errichten wird. Dieser Advent gibt uns die Hoffnung, dass die Welt zum Guten verändert wird. Unser Unvermögen, diese Welt in einen Ort der Freiheit, der Gerechtigkeit und des Friedens zu wandeln, eine Welt zu gestalten, in der wir untereinander und mit der ganzen Schöpfung in Harmonie leben, dieses Unvermögen wird am Ende der Zeiten beseitigt, weil Christus selber in Herrlichkeit wiederkommen wird. Sicherlich immer zur falschen Zeit. Sicherlich dann, wenn Sie und ich gerade einen Termin oder schlichtweg was Besseres zu tun haben. Aber etwas Besseres als diese neue Schöpfung kann es nicht geben. Wir haben uns in unserer heutigen Welt gut eingerichtet. Wir erwarten einen neuen Himmel und eine neue Erde, aber bitte nicht gleich und auch nicht ein wenig später. Am besten so, dass es nicht stört. Doch wir sollten uns nicht mit der Hoffnung auf den Tannenbaum begnügen. Wir haben, oder besser, Christus hat uns durch seinen Tod und seine Auferstehung schon Besseres, Größeres verheißen und wir haben auch Größeres verdient. Die Teilhabe als Töchter und Söhne an diesem neuen Reich, das wir erwarten. Das sollten wir bei aller Freude auf den kleinen vierwöchigen Advent nicht vergessen. Üben Sie doch schon mal im Kleinen den großen Advent. Lassen Sie sich stören. Von den Menschen um Sie herum, von Ihren Fragen, von Ihren Wünschen. Und Sie werden staunen, was Ihnen dabei so alles passiert und wer Ihnen begegnet. Mehr noch, werden Sie selber zum Störenfried. Nicht aufdringlich, nicht nervend, aber doch so, dass in der vierwöchigen Adventszeit die Hoffnung auf das Große, auf die Wiederkunft des Herrn aufblitzt. Advent ist mehr als Kerzenschein. Advent ist nicht die Zeit der Ruhe und der Stille, sondern der Unruhe im Herrn. In diesem Sinne, lernen Sie von Archimedes. Störungen haben Vorrang. Und damit Ihnen das gelingt, möge Gott Sie und alle, die Sie am Herzen tragen, mit seinem Segen begleiten. So segne Sie und alle, die zu Ihnen gehören, Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Und wie immer, geht hin in Frieden.